Hallo meine Mäuschen, schön, dass ihr da seid und völlig neu in meinem Kanal gefunden habt. Ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja. So meine Lieben, ich dachte mir, weil ja bald Muttertag ist, werden wir mal eine kleine Verlosung starten. Und ja, ich habe einfach mal Lust dazu, euch was Gutes zurückzugeben, weil ihr alle lieben meine Abonnenten seid. Ja, meine männlichen Abonnenten dürfen natürlich auch mitmachen für seine bessere Hälfte, was zu gewinnen. Ja, ich denke mal, wir machen eben, gucken uns das Intro an und dann fangen wir mal an. So, meine Lieben, ihr wisst ja. Ich zeig euch jetzt erstmal, was ihr gewinnen könnt. Ja, ich hoffe, das kommt bei euch heile an. Ich habe nämlich heute mal Glas ist dabei und ich hoffe, dass das nicht kaputt geht. Ja, dann wäre das nämlich schade. Wie gesagt, ich habe jetzt hier, ich fange erstmal mit dem Glas an. Guck mal, ich habe hier so ein riesengroßes Teelicht. Riesengroßes Teelicht. Das bekommt ihr auf jeden Fall. Das ist mit in der Verlosung. Und dann habe ich euch noch eine Kerze besorgt. So eine Kerze, die soll riechen nach Himbeere, Vanille. Ja, die packe ich euch auch mit ein. Weil so, was sollt ihr sonst mit dem Glas machen? Ne? So ein Teelicht. Ne? Ja. So. Dann kommt da rein. Ich werde das auch jetzt nicht mehr zeigen, weil ich habe Angst, dass das kaputt geht. So, dann ein Lippenpflegestift. Ne? Kommt da mit rein. Kann man immer gebrauchen. Auf jeden Fall ist es aus 100% natürlichen aus Bienenwachs, sagen wir mal so, ne? Ist aus Bienenwachs. Auf jeden Fall, die halten unheimlich lange. Die finde ich gut. Ich benutze den nämlich selber auch. So, dann kommt rein. Ja, ich will es mit euch teilen, weil ich habe auch noch so viel davon. Vielleicht könnt ihr das ja besser gebrauchen wie ich. Ich habe auch noch so viel. Und wir brauchen das sowieso in dieser Zeit immer noch. Müssen wir es benutzen. Und ich habe schon so viel davon, habe ich gedacht, komm, ich packe euch das mit rein. Auf jeden Fall Handdesinfektionsmittel. Ein Handdesinfektionsmittel ist nie verkehrt. Ne? So, wenn ihr das weiter verschenkt. Wie gesagt, kann man immer benutzen. So, dann habe ich ein Trockenshampoo von Batiste. Werde ich euch auch mal mit reinlegen. Von Batiste. Ja. Legen wir mit rein. So, dann lege ich mit rein die wunderbaren Pads, also die könnt ihr euch zum Abschminken, ne, die Abschminkpads. Davon habe ich auch welche schon und ja, dann könnt ihr die auch gerne mal testen, wie gesagt. Ne? So, zwei von denen, also eine Packung sind zwei Stück drin. Ne? Waschen könnt ihr die und dann könnt ihr die wieder verwenden. Ja, so, dann teile ich mit euch den Lippenstift, den habe ich auch schon, den könnt ihr dann auch gerne mal testen. Ne? Ich werde euch jetzt nicht den Gesamtwert sagen, ihr könnt euch dann schon denken, was das kostet. Die ganzen Preise brauche ich euch jetzt nicht sagen. Ne? So, dann kommt da eine Handcreme rein von Paraverde. Paramaverde. Zitrone, Ingwer, eine Handcreme. Können wir auch immer gebrauchen. Ne? Ja, ich hoffe, dass sie auch noch zu ist. Ich guck mal. Nicht, dass ich jetzt hier. Schauen wir mal. Ja, die ist noch zu. Ist noch zu. War ja auch meine Verlosungskiste. So, dann kommt mit rein. So ein Deo. So ein Deo packe ich euch mit rein. Ne? Könnt ihr dann auch gerne mal testen. Ist das vegan? Ich weiß gar nicht, ob das vegan ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall packe ich euch das mal mit rein. So ein Deo. Dann packe ich euch mit rein den tollen Nagellack. Den habe ich auch doppelt. Na? Könnt ihr mal gerne testen. Den Nagellack hier. Schöne Bärenfarbe. Und dann packe ich euch rein. Ich muss sie mit euch teilen. Ich habe so viel davon.
Die von Compeed, die Blasenpflaster. Ne? Packe ich euch rein. Dann habe ich was Neues entdeckt. Ich habe selbst noch nicht getestet. Eine BB-Creme, ja. Von Revive de Loop. Ist ein ganz neues Produkt. Das ist jetzt gerade in der Theke drin. Wie gesagt. Habe ich mir gekauft. Noch habe ich für euch da mitgekauft direkt. Auf jeden Fall könnt ihr da mal gerne testen. Wie gesagt, ich habe meine noch nicht getestet. Aber ja, habe ich für euch mal mitgenommen. So. Dann gibt es heute von Eubos eine Ampullenkur. Packe ich euch mit ein. Diese ist auch mit dabei. So. Oh, ist heute eine XXL-Verlosung. Keine Ahnung. So, dann, weil ich habe ja keine Badewanne. Ich habe ja leider keine Badewanne. Dachte ich mir, ihr könnt für mich mal baden gehen. Ne? Von Kneipp Badekristalle. Könnt ihr für mich mitgenießen. Badekristalle zum Baden. So, und dann habe ich von Revolution eine ganz tolle Palette. Wisst ihr, ich habe die Palette zwar noch nicht, aber ich habe so viele andere Paletten. Und habe ich gedacht, ach komm, ich hau die mal raus in der Verlosung. Wie gesagt, daran werde ich jetzt nicht sterben, wenn ich diese Palette jetzt nicht besitze. Nein, tue ich nicht. Die verlose ich euch auch noch damit. Die bekommt ihr auch noch. Ich hoffe, dass das alles halb bei euch ankommt. Und dann hatte ich ja im letzten Haul habe ich euch ja gesagt, ich habe es extra für euch mitbestellt. Ne? Wie gesagt, ihr bekommt von mir auch noch in dieser Verlosung den schönen Pinsel. Den schönen Pinsel. Ich hoffe, dass ihr auch alle fleißig mitmacht bei der Verlosung. Und vergesst nicht, bei der Verlosung müsst ihr natürlich mein Abonnent sein, mein und öffentlicher Abonnentenkonto haben, damit ich auch sehen könnt, dass ihr auch mein Abonnent seid, weil sonst ist das den anderen gegenüber unfair, wenn meine Abonnenten, die öffentlich sind, wäre das dann unfair. Ne? Wie gesagt, tut euch nicht weh, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und wie gesagt, auch öffentlich wäre schön, weil ansonsten kann ich euch leider nicht berücksichtigen. Wie gesagt, ne? Und ja, alle Informationen stehen auch unten in der Infobox drin, was ihr so erfüllen müsst. Und so, ja. Ne? Auf jeden Fall, Hashtag, ich habe mir einen Hashtag überlegt. Wir haben gesagt, ach so, Hashtag ist Licht. Ne? Hashtag Licht ist ein Verlosungswort. Und die Verlosung wird ein bisschen länger laufen, weil ich schon so spät dran bin mit der Verlosung. Habe ich mir gedacht, wir lassen die Verlosung bis zum 20.05.21 laufen und das Gewinnervideo wird dann am 23. erscheinen. Eher schaffe ich das leider nicht. Deswegen bin im Moment auch so berufsmäßig ein bisschen eingespannt, ne? Im Moment, weil was ich so letztes Jahr gesagt habe, wo ich drauf hingearbeitet habe, hat sich bei mir erfüllt. Wie gesagt, ich habe jetzt meinen eigenen Bereich, meinen eigenen Arbeitsbereich, wo ich jetzt auch drin fest drin bleibe. Und es ist bei uns ist nicht so üblich, dass man so früh schon eine feste Stelle bekommt, also einen festen Arbeitsbereich bekommt, sagen wir mal so. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen festen Arbeitsbereich, den ich jetzt auch immer habe. Darauf habe ich hingearbeitet, sagen wir mal so. Ne? Im Moment ist gerade die Umstrukturierung. Das findet diese Woche statt. Ich habe meinen alten Arbeitsbereich, erstmal muss ich den übergeben. Ne? Habe eine andere Kollegin eingearbeitet. Hat eine Woche gedauert. Jetzt darf ich endlich meinen Arbeitsbereich kennenlernen. Und ja, da werde ich wohl die nächsten Tage ein bisschen kaputt sein. Deswegen kommt bei mir im Moment auch so wenig. Ich sehe eure netten Nachrichten, sehe ich immer unter meine Videos, eure Kommentare. Aber bitte verzeiht mir, ich kann wirklich nicht taggleich oder den nächsten Tag sofort auf eure Kommentare antworten, weil es ist im Moment wirklich, wirklich anstrengend und ich bin echt platt, wenn ich abends nach Hause komme. Weil ich habe auch diese Wechselschicht. Manchmal muss ich dann schon um 6 Uhr auf der Arbeit sein, morgens um 6 Uhr und dann Spätschicht und dann, ach. Egal, ich wollte euch jetzt gar nicht über meine Arbeit erzählen. Wie gesagt,
Wenn ihr dran teilnehmen wollt an der Verlosung, vergesst nicht, ein Abo dazulassen, öffentlicher Abonnent zu sein und alle weiteren Videos, Informationen sind unten in den Kommentaren. So, meine Lieben, wie gesagt, das war's jetzt. Ich werde euch nochmal alles unten reinschreiben, wann die Verlosung beendet, wann das Gewinnervideo kommt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das Heile ankommt bei euch. Ich werde euch auch auf jeden Fall benachrichtigen, wenn ihr gewonnen habt. Unter euer Kommentar auf jeden Fall. So, meine Lieben, das war's jetzt. Ein bisschen kompliziert wieder für mich gewesen, aber okay. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr macht alle fleißig mit und vergesst nicht, das Däumchen nach oben, Abonnent zu sein, abonnieren und so. Ne? So, meine Lieben, jetzt höre ich auf. So, meine Lieben, passt auf euch auf, achtet auf euch, bleibt gesund. Ne? Bleibt gesund, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, adios, bye. Tschüss, mein Schatz, und nein, adios, bye. Tschüss mit Ö. Tschüss.